tell you for it. Lambo Urus Orange. Ey, wa? Chocola. Ey. Ich bin der Frank, ich bin auch dabei. Und Party, ey. Yeah. Wann ist Christus geboren? Gestorben? Digga! Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Lewe, und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, Freunde, heute gibt's ein sehr spannendes Video. Ich bin mal wieder im Urlaub, ich habe ein paar Eindrücke für euch, aber auch eine besondere Bootstour. Wir fahren in die Mangroven. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Wenn man da hinschaut, dann kann man auf jeden Fall am Ende der Küste die Berge sehen. Da geht's tatsächlich für uns zwischen heute, denn dazwischen befinden sich die Mangroven. Ich nehme euch natürlich mit und werde euch das Ganze präsentieren. Und ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Deswegen lasst jetzt ein Abo da und ein Like. Vielen Dank fürs Zuschauen. Also Leute, ich kann leider die Kamera nicht mitnehmen auf die Bootstour, da das ein bisschen kacke ist mit dem ganzen Salz und so. Ihr könnt es euch vorstellen, wenn ich auf dem Meer bin, dass das Ganze dann auch mit der Gicht oder Gischt, keine Ahnung wie das heißt, dass das Ganze immer auf die Kamera und die ganze Technik kommt und das Ganze somit zerstört. Ich kann euch trotzdem mal so ein bisschen hier die Gegend zeigen. Ihr merkt, es ist sehr laut im Hintergrund, weil hier auch gerade irgend so ein Touribus ist. Motorräder fahren hier en masse längs und ja, das Ganze hier ist ein kleines Dörfchen. Der Tourismus ist hier so gut wie noch gar nicht angekommen. Es gibt lediglich irgendwie so kleinere Bootstouren. Deswegen stehen hier am Strand auch überall die Boote und deshalb seht ihr gerade im Hintergrund hier die zwei, drei Büsse. Mehr ist das Ganze hier aber auch nicht. Das ist ein Dorf mit so ungefähr 1000 Einwohnern, aber mit einem Blick, den kann man sich nicht vorstellen. Auf die Berge da hinten, hinter den Bergen, befindet sich auch schon Haiti, welches eins der ärmsten Länder der Welt ist. Und was sich noch befindet, sind wilde Hunde. Die sollte man allerdings nicht streicheln, weil die meist Flöhe haben und die Flöhe liebend gerne auf die menschliche Haut überspringen und uns angreifen. Das wollen wir natürlich nicht. Ihr fragt euch bestimmt auch, weshalb der Strand hier so weird ass aussieht. Das hat einen ganz bestimmten Grund, und zwar hat es die ganzen zwei letzten Nächte hier geisteskrank geregnet. Hurricane-Nachwirkung nennt man das. Und so wurde das ganze Seegras hier angespült. Ihr seht, es gibt ein paar Ecken, die wurden noch nicht so betroffen, aber trotzdem ist es natürlich ein bisschen blöd. Aber das Badeerlebnis lässt man sich nicht nehmen. Ich denke, man sieht es auch auf dem Video. Da hinten ist eine kleine Badeinsel. Da bin ich auch schon hingeschwommen und einmal reingesprungen. Die Touristenboote, über die ich geredet habe, seht ihr noch mal hier. Und die Boote sind ganz einfach gehalten. Das hier ist ein richtiges Boot mit dem Motor. Es wird hier an der Strippe gezogen. So, und dann geht das Ganze auch schon los. Aber außer zu sagen, lasst ein Abo da und ein Like, wenn euch das Ganze gefällt. Kann ich gerade auch nicht sagen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Boot. So, wir haben abgelegt. Die ersten Meter auf dem Wasser und mal sehen, wo uns die Reise hinführt. Sehr wellig, sieht man zwar gerade nicht, aber das Schiff geht die ganze Zeit auf und ab. Aber mal sehen. Wie bestellt, das beste Wetter. Endlich Sonne, kein Gewitter mehr. Keine Ahnung, wie schnell wir noch werden, aber hast du auf jeden Fall gemütlich gemacht. Wir nehmen auf jeden Fall an Fahrt zu. Ich kann euch gerne noch mal die Berge einmal zeigen. Hier sieht man die Berge und Wellen, merkt man. Auf jeden Fall da hinten noch mal, da zieht das Gewitter auf jeden Fall weg. Hier sind wir am Angeln. Hier sieht man den Berg jetzt nochmal von richtig nah. Ich finde, das sieht immer richtig krass aus, wenn da so diese roten Sachen rauskommen. Wisst ihr, was ich meine? Da ist noch ein Felsen, den nennen sie die Schlange. Da das aussieht wie eine Schlange. Wenn ihr es erkennt, schreibt es in die Kommentare. Jetzt sind wir endlich mal mit etwas Tempo unterwegs. Boah. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass das hier die ganze Zeit wackelt. Boah, Alter, das ist geisteskrank. Spritzt auch die ganze Zeit hier hin. Wir sind angekommen bei den Mangroven. Jetzt werden wir mit Tempo reinfahren. Pass auf. Wenn man diese Mangroven mal in echt sieht, ne, das sieht so heftig aus. Man kennt das ja nur irgendwie aus Videos von so Seven Worlds Wild oder so, ne? Aber in echt geisteskrank. Und vor allen Dingen dann mit dem Berg im Hintergrund, das Wetter. Hier ist so schön, aber das Wasser ist ganz schön, sage ich mal, versifft. Aber das ist, glaube ich, normal für diese Gebiete. Jetzt sind wir einfach hier mit dem Dach von Mangroven. Hier auf offener Fläche, kleiner See zwischen den Mangroven. Das sieht echt krass aus. Um uns herum nur Mangroven.
Das ist wie ein normaler See. Ein Problem ist nur, dass hier kein Ufer ist. Ey, der Bre angelt hier erstmal. Mal sehen, ob er was fängt. Vom einen Spot zum nächsten. Hier sind wir direkt neben den Bergen. In echt wirkt es nochmal viel, viel heftiger. Und hier kann man auch richtig gut angeln. Das werden wir auf jeden Fall jetzt auch machen. Und mal sehen, was unser Abendessen wird. Aber hier, die Sicht ist wirklich unbezahlbar, muss man sagen. Wirklich kein Ufer um uns herum. Nur Mangroven. Er ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Kann ich jedem nur ans Herz legen, sowas einmal gemacht zu haben. Sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Es gibt nochmal ein Fazit, wenn wir zurück an Land sind. Also bleibt gespannt. Jetzt geht's nochmal richtig ab hier. Na, guck, wie wir hier durchcruisen. Yeah. Lass den Motor auffeuern, Baby. Einmal kurz einen Transfer gemacht von dem Schiff auf ein neues Schiff. Keine Ahnung wieso, aber jetzt werden wir hier mit Musik kutschiert und fahren weiter durch die Mangroven. Let's go! So, ich habe mir hier eine Top-Tier-Position erarbeitet. Wieder Lucky. Hey! Ich zeige euch einmal die Sicht von hier. Man kann hier perfekt auf die Berge gucken. Man sieht es richtig, wie es da hinten sogar regnet auf den Bergen. Ja, ich stehe hier auf dem Dach tatsächlich von dem Boot. Wir hören die Musik und haben hier die Sicht unseres Lebens. Und gute Laune. Hey, hey. Ab jetzt heißt es nur genießen. Also Freunde, an dem Tag bin ich leider nicht mehr dazu gekommen, das Outro aufzunehmen. Allerdings will ich final nochmal sagen, wenn ihr die Chance darauf habt, so etwas zu machen, dann macht's auf jeden Fall. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Das ist etwas, das werdet ihr niemals vergessen, da ihr wundervolle Momente sammelt. Ihr erlebt eine atemberaubende Natur, die ihr so wahrscheinlich nie wiedersehen werdet. Also Freunde, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr einmal hier seid, so eine Tour durch die Mangroven zu machen. Ansonsten kann ich einfach nur noch sagen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt am Start wart. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr mehr Content wie diesen sehen wollt. Und vergesst auf jeden Fall nicht zu liken. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Liebes am Start.